Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ja, ich hatte euch ja vor einigen Monaten gesagt, dass ich euch Bescheid sagen werde, sobald ich die nächste Bibel durch habe. Ich hatte euch ja diese wunderschöne Bibel hier gezeigt. Es ist eine Bibel gewesen, oder ist es noch, aus dem Jahre 1900. Es ist ein Geschenk. Eine schöne goldene Seite. Gar Seiten. Es war ein Geschenk meines älteren Bruders, der in so einer Haushaltsauflösung gearbeitet hat. Und der hat mir diese Bibel besorgt. Ich weiß nicht, wie viel er dafür gezahlt hat. Ist auf jeden Fall ein sehr seltenes Stück, auch mit Bebilderungen der damals berühmten Maler wie Van Gogh und so weiter. Ja, das war 2000. Ach Quatsch, seit doch 2000. 19. Oktober? Nein, Quatsch. Verzeihung. Naja, auf jeden Fall hatte ich die direkt auf meinem Geburtstag geschenkt bekommen und habe mir dann gedacht, diese Bibel fange ich jetzt sofort an zu lesen. Die war so wunderschön. Ist zurzeit vom optischen her meine Lieblingsbibel. Eine Lutherbibel-Übersetzung. Ja, und die habe ich von Anfang bis Ende jetzt durch. Das heißt, ich habe etwas länger dafür gebraucht, wie ich eingeplant hatte. Ich hatte gedacht, dass ich da so knapp in einem Jahr durch sein werde, hat aber 14 Monate gedauert. Der Grund ist, dass da etliche Sachen noch drin sind, die in vielen heutigen Bibeln rausgenommen worden sind, wie Sirach und so weiter und so fort. Also sind viele Apokryphen drin, die heute nicht mehr in den Bibeln zu finden sind. Es war wunderschön, diese Bibel zu lesen, altdeutsche Schrift. Bisschen tue ich mich immer noch ein bisschen schwierig mit. Aber eigentlich, ich hatte es schon mal gesagt in einem der letzten Videos, ist es viel zu schade, solche älteren Bibeln überhaupt zu lesen, weil man natürlich vorsichtig sein muss. Und wie gesagt, beim Lesen hat sich auch ein bisschen der Umschlag gelöst. Diese Bibel wird aber jetzt in einem Ehrenplatz in meinem Regal hineinwandern. Und natürlich fange ich sofort mit einer neuen Bibel an. Ich habe etliche Bibeln. Jetzt bin ich, glaube ich, bei einer aus dem Jahre 1949 dran. Die ist auch noch in altdeutscher Schrift. Kurz danach waren die dann in normaler Schrift, wie wir sie heute kennen, geschrieben worden. Und ja, ein wunderschönes Erlebnis. Also jedes Mal, wenn ich eine komplette Bibel von Anfang bis Ende lese, sind bestimmte Stellen, wo Gott mir Dinge zeigt oder mir Dinge offenbart, die mir vorher noch nicht so in dem Sinne klar geworden sind. Ja, jetzt, bevor wir gleich mit dem Thema anfangen, ich habe heute wieder einiges vorbereitet. Die Überschrift lautet: Dein Wille geschehe, nicht meiner, die Offenbarung und das Leiden der Christen. Also drei verschiedene Themen, die ich anschneiden möchte. Ich möchte aber anfangen mit ebenfalls mit einer Bibel, auch eine wunderschöne. Diese hier, die habe ich auch schon mehrmals gezeigt. Ich finde die sehr schön, weil die riesig ist und in sehr großer Schrift geschrieben ist. Es ist eine aus dem Jahre 1969, mein Geburtsjahr, hat also quasi auch eine sehr große Bedeutung für mich. Für 1 Euro Schnäppchen geschenkt. Was ich auch liebe, sind diese Bänder, als die man als Lesezeichen benutzen kann. Ja, und ich wollte nur zwei Stellen daraus vorlesen, weil ich ja versuche immer auch die Bibel selber mit ins Spiel zu bringen, beziehungsweise ein paar Stellen daraus vorzulesen. Ist so viel mit Bleistift markiert worden, aber ich wollte nur zwei wichtige Stellen vorlesen, dann fangen wir mit dem heutigen Thema an. Und zwar ist es auch ebenfalls aus Jesaja. Und zwar fange ich an bei Jesaja 44, 24. Da heißt es: So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zum Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht, der das Wort seiner Knechte wahrmacht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben. Der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren. Damit sind diese Menschen gemeint, die ich auch immer erwähne, nämlich die
Intellektuellen, die Leute, die sich für schlau halten, die sich ihren Intellekt, ihre Intelligenz aber auf arrogante Weise angeeignet haben. Also die quasi dieses Wissen benutzen, um sich selbst als schlauer darzustellen, wie sie sind. Arroganz, Überheblichkeit, ähnlich wie sie bei Lucifer auch hervorkam. Und hier wird wieder mal, wie so oft in der Bibel es erwähnt wird, wird Gott die erhöhen, die in der Welt als sehr niedrig gelten. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt, und zu den Städten Judas werdet wieder aufgebaut, und ihre Trümmer richte ich auf. Der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Cyrus sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Dann hier noch eine wichtige Stelle, ist 45 ab 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht machte und schaffte die Finsternis, Verzeihung, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit, die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Das ist nochmal wichtig für die Leute, die meinen, man könnte ja auch andere Götter anbeten oder die meinen, dass Jesus nicht der einzige Weg zu Gott wäre, sondern man kann ja auch in anderen Glaubensrichtungen rumwursteln und das wäre alles kein Problem. Gott würde das nicht so locker sehen. Gegenteil ist der Fall. Dann noch eine Stelle, das ist 45, 9. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer? Was machst du? Und sein Werk? Du hast keine Hände. Wehe dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zum Weibe, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werkes meiner Hände? Da habe ich auch schon ganz, ganz viele Videos drüber gemacht. Das sind die Menschen, die man leider auch unter Pseudochristen findet, die immer wieder sagen, ja, dass Gott ist aber auch ein Strafen, ein böser Gott. Warum lässt er Leid zu? Warum lässt er zu, dass Menschen verhungern? Warum lässt er dies? Warum lässt er jenes zu? Also da versuchen die, die kreiert worden sind, versuchen den, der kreiert, zu hinterfragen. Wir sind ja alle nur der Ton in seinen Händen. Wir sind ja alle nur eine Handvoll Erde, in der Gott seinen Geist hineingeatmet hat. Und wir können Gott nicht hinterfragen. Wir sind nur wie kleine Ameisen in einem Terrarium. Und wir sehen das riesige Gesicht einer Glasscheibe, welches wir hinterfragen wollen. Können wir nicht, können wir nicht. Dafür sind unsere Gehirne viel zu klein und zu primitiv. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um Geschenke, spricht der Herr Zebaoth. Aber das soll erstmal für heute reichen. Wie gesagt, da ist so viel noch markiert. Aber falls es in Gottes Sinne ist, kommen noch einige Videos, wo ich diese ganzen Sachen nochmal aufgreifen werde. Aber jetzt zum heutigen Thema. Erstmal was trinken. Und zwar, was mir immer mehr auffällt, während ich mein Leben Tag für Tag lebe und natürlich versuche, wie jeder andere Christ, näher und näher zu Jesus zu rücken, desto mehr Erkenntnis schenkt Gott mir und man reflektiert so zurück auf sein eigenes Leben, was man ja nur
bedingt machen soll, denn da mischt sich dann oft der Satan ein und versucht einen wieder in die emotionale Falle hineinzuziehen, wo man natürlich aufpassen muss. Aber was ich damit meine ist, wenn Gott mich sehen lässt, was ich in meinem früheren Leben alles so falsch gemacht hatte oder habe und was für falsche Entscheidungen ich auch getroffen habe, vieles davon bedingt durch eigene Überheblichkeit, durch Stolz, durch Vergleiche mit eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit oder basierend auch auf Emotionen, was ja immer sehr gefährlich werden kann. Und dann denke ich mir immer, wenn wir jetzt die Zeit sehen, in der wir jetzt leben, wo es immer gottloser wird, dann denke ich immer, preist Gott, wenn ihr da draußen in dieser gottlosen Zeit noch dazu in der Lage seid, euch zu hinterfragen und eure Handlungen und Denkweisen zu hinterfragen. Natürlich alles immer auf spiritueller Ebene. Denn leider ist mir aufgefallen, sind die meisten Menschen dazu nicht mehr in der Lage und 99% etwa der Menschen. Und leider gehören dazu auch sehr, sehr viele, die meinen, Christen zu sein, die nicht mehr dazu in der Lage sind, aufgrund ihrer Arroganz, Überheblichkeit und den roten Drachen, den sie auf sich sitzen haben, ihre eigenen Handlungen und Denkweisen zu hinterfragen, sind die nicht mehr fähig. Noch mehr hassen solche Menschen es dann, wenn ein echter Christ kommt oder wenn echte Christen kommen und sie hinterfragen oder beziehungsweise zurechtweisen, was ja die Aufgabe eines Christen ist, auf Fehler hinweisen. Und die Elite hat aus einem ganz, ganz großen Teil der Menschheit einen Haufen emotionaler, psychischer Wracks und Narzissten gemacht, die alles tun, aber niemals eines, nämlich sich selbst und ihre Handlungsweisen in Frage zu stellen. Und als echter Christ hat man es in so einer Zeit, in der heutigen Zeit, in der Endzeit, wo wir leben, da hat man es doppelt schwer. Ist es doch die Aufgabe eines Christen, andere Menschen zu warnen und auch zurechtzuweisen, auch wenn die meistens das nicht wahrhaben wollen. Menschen, die in ihrem Inneren vergiftet sind von Satans Lügen, von Satans Tricks, die sehen Zurechtweisungen als Angriffe auf ihre eigene Person an. Das fällt mir immer extremer auf, also das nimmt auch immer extremere Dimensionen an. Und Pseudochristen haben sich seit einigen Jahren die Bibel hergenommen, um sich mit falsch ausgelegten Bibelversen vor Zurechtweisungen zu schützen. Schützen hier in ganz großen Anführungszeichen, denn in Wirklichkeit haben Dämonen und unreine Geister in ihrem Denken und in ihrem Fühlen ein Haus gebaut. Und diese Dämonen wollen natürlich nicht, dass ihr Wirt wirklich frei wird. Bitte nicht falsch verstehen. Dass gottlose Menschen auf die Art reagieren, also mit beleidigten Gebärden, mit Gegenangriffen, das sollte uns an sich nicht wundern. Was mir aber gerade in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen ist, sind angebliche Christen, ich nenne sie mal Schauspielchristen, die alles über den Haufen werfen, nur um den unreinen Geistern oder den Dämonen in sich zu schützen. Und es vergeht keine Woche, wo mir von irgendwelchen Katholiken, Kirchen, Gemeindechristen Dinge in den Mund gelegt werden, die ich nie gesagt habe oder die ich so nie gesagt habe, dass sie selbst damit gegen eines oder gegen mehrere der 10 Gebote verstoßen, das ist solchen Menschen nicht mal klar. Sie sind zu verwirrt, teilweise verworfen, sind an der Kette des roten Drachen, einer religiösen Verwirrung. Und so meinen sie dann, Kumpels oder Gemeindemitglieder mit Haut und Haar zu verteidigen, die für jeden echten Christen ganz offensichtlich extrem mit der Welt buhlen. Und sich äußerlich vom Sprachgebrauch
und mit Sicherheit auch in ihrem privaten Umfeld genau geben, benehmen und handeln wie jeder ganz gewöhnliche Sünder. Wir kennen es, ich habe auch öfter schon darüber gesprochen. Sie haben Ohrringe, sie haben Tattoos, sie benutzen Fäkalsprache. Die Männer sehen aus und benehmen sich wie feminine Pseudo-Männer. Sie tragen weltliche Klamotten, sie rauchen nach wie vor, sie trinken Alkohol, als gäbe es keinen Morgen. Sie gehen in Diskos und so weiter und so fort. Und diese Schauspielchristen beherrschen jedoch die emotionale Kunst des andere für sich einnehmen. Sie haben immer sehr traurige Erlebnisse, wenn sie Videos machen oder wenn sie in Gemeinden sprechen, dann haben sie immer ganz, ganz traurige Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit zu erzählen und ihre Geschichten, wie sie sich dann vom Schwerverbrecher oder von der Prostituierten zu Christen entpuppt haben. Das hört sich immer packender an, wie 3 Stunden Titanic. Und Menschen, die sich das anhören, die aber nicht in der Lage sind, auf geistiger Ebene zu beurteilen, die lassen sich natürlich von so einem emotionalen Geschwätz dieser gefährlichen Attrappenfürsten einfangen. Die lassen sich davon einfangen. Man sieht es ja auch noch heute im TV, wie viele immer noch solche Leute, solche falschen Propheten wie Joel Osteen, Adam Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer und viele, viele andere Propheten geradezu anbeten. Und legt man solchen Menschen dann ans Herz, dass jene falsche Propheten sind, zu denen sie da aufschauen, dann greifen sie uns an. Dann sind wir die Bösen. Wir werden zu den Bösen abgestempelt, weil wir sie aus ihrer Lügenseifenblase herausholen wollen, aber sie sehen als Angriff. Sie sehen nicht, dass sie sich dabei von ihren Taten, die sie dann begehen, die Worte, die sie dann benutzen, merken sie nicht, dass sie sich bereits vom Bösen leiten lassen. Sie sehen nicht, können nicht sehen, dass wir sie ja eigentlich aus den Händen des Bösen befreien wollen. Und weil sie sich selber vom Bösen leiten lassen, versuchen die Dämonen in ihnen uns einen Maulkorb umzulegen. Mit Bibelversen, die die Dämonen verdrehen, in der Form wie: Du verurteilst die Menschen, du denkst, du wärst heiliger als andere, du spielst dich auf, als wärst du ohne Sünde. Und genau an ihrer Art sieht man aber, was bereits für Geister oder was für ein Geist in ihnen wütet. Denn es sind natürlich alles Anschuldigungen und wir echten Christen wissen genau, wer es ist, der die Brüder und Schwester beschuldigt. Es ist Satan. Und wie wir wissen, ist einer seiner größten Tricks, Bibelverse aus dem Kontext zu reißen, sie auch zu verdrehen, den Sinn zu verdrehen, um andere damit in die Irre zu führen. Wir wissen sogar, dass Satan so arrogant, überheblich und dreist ist, dass er genau diesen Trick dreimal bei Jesus versucht hat anzuwenden. Natürlich hat er versagt, aber wir müssen uns merken, wenn uns in unserem privaten Leben irgendwelche Menschen beleidigen, wenn sie unserem Glauben in Frage stellen, dann müssen wir immer im Geiste beurteilen, ob diese Menschen uns wirklich warnen wollen, ob sie uns vielleicht sogar helfen wollen oder ob sie sich von unreinen Geistern leiten lassen und versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir weiterkommen auf unserem Weg mit Jesus, beziehungsweise dass sie unsere guten Früchte zerstören wollen. Dass sie uns stoppen wollen, weil wir vielleicht gute Arbeit leisten für Gottes Königreich. Und nichts hasst Satan mehr und natürlich seine Dämonen auch, wie echte Christen, die gute Früchte bringen. Wie ich ja auch mal erwähnte, ist Satan, der Herr über Zeit und Raum,
weshalb Schlangen, die sich gerne als Christen tarnen, immer wieder versuchen werden, uns die Zeit zu rauben. Sie stellen sich absichtlich dumm, sie werden auf eure Argumente nicht eingehen, wenn ihr versucht, mit solchen Leuten zu diskutieren. Sie werden, was sie aber versuchen werden, ist, euch die Zeit zu rauben. Sie werden sich absichtlich, wie gesagt, dumm stellen, euch mit Bibelversen bombardieren, deren Sinn sie selber nicht verstehen können. Sie versuchen aber diese Bibelverse für ihre bösen Zwecke verdrehen, also sie verdrehen den Sinn der Bibelverse, und sie werden euch immer mit dem Vorwand kommen, euch helfen zu wollen. Da kommen dann auch immer gerne so Sprüche wie, ich werde für dich beten. Sie fragen dich vorher, soll ich für dich beten? Daran seht ihr schon meistens, dass ihr einen falschen Christ vor euch habt, wenn er sagt, ich werde für dich beten. Dass du dies, das und jenes bekommst. Und sie wissen gar nicht, was ihr habt. Sie merken gar nicht, dass sie selber damit schon anfangen, Gott zu spielen. Oder sie meinen, sie wollen euch aufklären. Aber in Wirklichkeit versuchen sie nur dermaßen, eure Zeit und Energie zu stehlen, sodass euer eigener Weg mit Jesus und zu Jesus gefährdet ist. Und wie ich schon letztens erwähnt habe, hassen falsche Christen nichts mehr als Veränderung. Der Dämon in ihnen hat sich sein Wirt so in langer Arbeit, so genau so hergerichtet, wie er, der Dämon, ihn braucht, damit er sich wohlfühlt, damit er den Menschen immer genug Energie für sich abziehen kann, aber den Menschen möglichst noch ein bisschen am Leben hält. Deshalb redet der Dämon den Menschen auch ein, ihr müsst euch nicht ändern. Gott liebt euch so, wie ihr seid. Stecht euch die Ohren durch, stecht euch die Nasen durch, die Lippen, brennt, stecht und tätowiert euch den ganzen Körper voll. Gott liebt euch genauso, wie ihr seid und wie ihr bleiben wollt. Ist eine Lüge, ganz klar. Aber die Menschen, der Wirt, das Opfer, kann das nicht mehr erkennen. Das Opfer kann nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und letztens sagte ein angeblicher Christ zu mir, wie gerne er doch in seine Gemeinde ginge. Dort würde immer so schön gesungen auch. Ich sagte ihm, Lieder sind in der Gemeinde nur dann gut, wenn sie wirklich Gott wohlgefällig sind und nicht der Welt wohlgefällig sind. Und der junge Mensch offenbarte sich quasi, ohne es selber zu merken, und sagte zu mir, ja, mir hilft es auf alle Fälle, mir tut es gut, immer diese Musik zu hören. Und da wusste ich, dass ich nicht mehr viel dazu sagen musste. Ich dachte mir nur, wo bitte steht irgendwo in der Bibel, oder sagte ein Apostel, ein Jünger, oder wo sagte gar Jesus selbst, dass es beim Evangelium darum geht, dass wir uns toll fühlen. Ich fühle mich dabei wohl, ich fühle mich dabei gut. Glaubt ihr, Jesus hat sich dabei wohlgefühlt, angespuckt zu werden, geschlagen zu werden, ausgepeitscht zu werden, gekreuzigt zu werden? Glaubt ihr, dass die Jünger ein emotionales Hoch bekamen, als sie für ihren Glauben an Jesus geköpft, gekreuzigt, gesteinigt wurden? Okay. Nein, sie wussten genau, dass es in dieser physischen Welt nicht darum geht, dass wir unseren Hintern im Trockenen haben. Es zählt nicht, was uns wohlgefällig ist, sondern es zählt immer nur das, was Gott gefällig ist. Und viel zu viele Christen haben nur einen einzigen Gott, und zwar in Wirklichkeit sich selbst und ihre Gefühle und ihr wohliges Kisselchen, auf das sie immer liegen und was ihnen in ihren Gemeinden immer schön ausgeschüttelt wird, damit es noch weicher wird. Ihr wohliges Gefühl, wenn sie umhergehen und auf Christ machen. Und hier, sie haben rein gar nichts von und aus dieser Welt aufgegeben. Wollen sie auch nicht. Bräunungsstudio, Haarsalons, Ohrringe, Tattoos, Designerklamotten. Sie lieben nicht Gott. Sie kennen Gott auch gar nicht. Sie wollen in Wirklichkeit selbst geliebt werden, und zwar von der Welt. Sie wollen anerkannt werden. Sie suchen nach weltlicher Liebe. Wie eine verlassene Furie. Sie denken sich, alle Leute laufen so herum, ich muss so herumlaufen. Alle da draußen gehen ins Sonnenstudio,
Ich gehe ins Sonnenstudio. Alle da draußen reden wie kleine, verweichte Bübchen. Ich muss reden wie ein kleines, verweichtes Büblein. Und alles, was sie tun, zeigt zu 100%, dass sie Welt und Dinge der Welt lieben. Und wehe, wehe, wenn ein echter Christ daherkommt und sie als genau das offenbart, was sie sind, nämlich Attrappenfürsten. Leider keine echten Christen, keine Krieger, nicht bereit, irgendeine Änderung vorzunehmen oder Gott darum zu bitten, Änderungen an ihnen vorzunehmen. Sie tun alles für ihr schwarzes Herz und rein gar nichts für Gottes Königreich. Und wenn sie selbst Videos machen, was ja auch oft der Fall ist, dann ist da kein Logos drin, kein Rema in ihren Worten. Ihre süß klingenden Worte bringen nichts außer spirituell Karies. Sie sind Wolken ohne Wasser, sagt die Bibel. Sie sind quasi wie Plastikblumen auf einem Tisch in einer geschmacklosen Wohnung. Sie duften nicht, sie wachsen nicht, sie sind unecht, sie sind künstlich. Und wollt ihr Menschen, die genauso künstlich sind wie diese Blumen, wollt ihr sie zurechtweisen, dann zeigt die Schlange sofort ihre Giftzähne. Aber lasst euch nicht drauf ein. Sagt es ihnen, sagt es der Welt und wandert sofort weiter. Lasst euch auch niemals auf ihre narzisstischen Spielchen ein, wenn sie dann anfangen, euch Vorwürfe zu machen und anfangen, euch in Frage zu stellen, euren Glaube in Frage stellen, euren Weg zu Jesus oder mit Jesus in Frage stellen. Es sind nichts als Tricks. Sie selbst reagieren immer emotional und versuchen, genau so versuchen sie es auch bei euch. Aber reagiert nicht drauf. Wandert weiter zu Orten und zu Menschen, die noch bereit sind, die gerne das Evangelium, das wirkliche Evangelium hören wollen. Und auch Menschen, die bereit sind, sich und ihr Leben an Gott zu übergeben. Da werdet ihr gerne gehört werden. Aber jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, werden echte Christen, ist klar, es kommen mehr und mehr echte Christen, erwachsen heran, aber es gibt auch etliche, die immer mehr abfallen, beziehungsweise die sich selbst als falsch offenbaren. Echte Christen werden eigentlich immer seltener. Denn zu groß sind die Verlockungen der Welt und zu groß ist die Lüge und die Verwirrung, die in den Gemeinden und weltlichen Kirchen herangewachsen ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, in welchen Gemeinden und Kirchen wird denn heute noch gepredigt, dass echte Christen leiden müssen? In den TV-Predigten hören wir nur, Gott hat mich mit einem Haus gesegnet, mit einem Mega-Job gesegnet. Mit einer sechsten Ehe, die anderen fünf sind alle in Bruch gegangen. Kinder, die alle ein IQ von 200 haben, deren Meinung nach. Fünfmal im Jahr im Urlaub, mit Ferrari gesegnet worden. Und diese falschen TV-Prediger sind inzwischen so dreist, dass sie jegliche Grenze des guten Geschmacks und auch der Gottesfurcht, die haben sie längst hinter sich gelassen. Die Ottern, die sich TV-Prediger nennen und mit Privatjets von Stadt zu Stadt fliegen, wo sie dann ihr Wohlstandsevangelium zum Besten oder besser zum Schlechten geben, die dann anfangen, ihre Pseudopredigten dahin zu seiern, die betteln nicht mehr nur um $10 oder um $100. Nein, sie rufen Zuschauer dazu auf, plündert eure Matratze und schickt eure ganzen Ersparnisse zu, schickt 10.000, schickt 100.000 und sie nennen diese Spenden eine Saat setzen und Gott wird diese Saat vielfältig aufgehen lassen. Aber solche Lügen kommen direkt vom Satan. Aber es geht noch schlimmer, es geht noch blasphemischer. Neulich nahm einer dieser TV-Prediger in einer Live-Sendung ein Telefon zur Hand und behauptete im Live-TV, er hätte Gott an der Strippe. Und wenn es nicht so ernst wäre, könnte man darüber lachen, aber traurigerweise gibt es Zuschauer und Menschen da draußen, die im Privatleben alles verloren haben, die auch ihren letzten Faden Hoffnung
auf solche falschen Schlangen setzen. Denn sie brauchen jemand, dem sie Glauben schenken. Sie suchen jemand, dem sie Glauben schenken können, dem sie in dieser kaputten Welt vertrauen können. Und in ihrer Verzweiflung sehen sie gar nicht, dass sie ihre Hoffnung auf Kinder Satans gesetzt haben. Aber wenn wir eines Tages alle vor Gott stehen, dann möchte ich nicht in den Schuhen solcher TV-Fernsehprediger, Bettler stecken. Denn wenn Jesus so wiederkommt, wie in der Offenbarung beschrieben, nämlich mit langem weißem Haar und Augen wie Feuerlanzen, so voller Wut ist er auf uns, auf unsere Lügen, auf unsere Scheinheiligkeit, auf unsere Heuchelei, was wir Menschen aus seiner Kirche gemacht haben, es ist traurig. Und diesmal kommt er als Richter. Und wehe den Menschen, die eines seiner Kinder auf den falschen Pfad gelockt haben. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo Satan mehr und mehr dem Wahnsinn verfällt. Und wir merken es in der Welt, seine Wut wird größer, denn er weiß genau, dass seine Zeit zu einem Ende kommt. Sehr bald, und ich kann dazu nur Amen sagen, sehr bald kommt, ist. Also es steht bevor, es steht etwas bevor. Ich weiß nicht, ob es in ein Jahr ist, ob es dieses Jahr ist, ob es erst in 10 Jahren ist oder ob ich es überhaupt nicht mehr überleben werde. Weil ich selber habe in meinem Geist ein Gefühl, dass es bald zu einem Ende kommen wird. Denn viel zu lange hat seine Schreckensherrschaft hier auf Erden gedauert. Und die Gottlosigkeit nimmt jeden Tag zu. Der Egoismus der Menschen, ihre Herzlosigkeit, ihre Rücksichtslosigkeit, auch ihre mangelnde Gottesfurcht, das nimmt alles zu. Man merkt es ja. Und für einen echten Christen wird es zunehmend unerträglicher hier auf dieser Welt. Und Jesus hat uns Christen hier auf Erden auch niemals ein Paradies versprochen. Was er uns versprochen hat, ist, dass wir leiden müssen. Dass wir zum Teil sogar überantwortet und getötet werden, und zwar um seines Namens willen. Und er prophezeite, dass wir nicht durch Fremde unbedingt sterben, sondern dass uns Freunde, dass uns Verwandte und uns nahestehende Menschen überantworten, töten und verraten werden. Und meinen werden, sie würden Gott einen Dienst damit erweisen. Und Jesus litt 33 Jahre hier auf Erden. Und seine Jünger litten ebenfalls. Aber Jesus sagte, dass wir ihm nachfolgen sollen, was bedeutet, dass auch wir leiden werden und müssen. Aber Jesus sagte, dass wir im Leid frohlocken sollen. Denn umso größer wird unser Lohn in der anderen Welt sein, im Paradies. Aber die meisten Pseudochristen können und wollen damit nichts anfangen. Sie wollen keinen Lohn irgendwann mal im Paradies. Sie wollen den Lohn sofort und am liebsten heute oder spätestens nächste Woche Samstag. Sie wollen den Lohn hier und jetzt. Und sie wollen weltlichen Lohn. Das ist eines der größten Probleme, die wir heutzutage in den Gemeinden und Kirchen haben. Es wird getanzt, es wird gelacht. Da wird jeder Mörder, Totschläger, jeder Sodomit und Götzendiener geliebt und gelobt. Aber niemand redet vom Leid eines echten Christen. Davon will keiner sprechen. Und nicht nur wollen sie nicht vom Leid sprechen, sondern sagt ihnen auf keinen Fall und absolut unter keinen Umständen, dass sie selbst durch Zeiten des Leids gehen müssen, wenn sie wirklich Jesus näher kommen wollen. Und mit dem Satz, dass Gott zu denen kommt oder die erhört, die gebrochenen Herzens sind, da wollen sie gar nichts von hören und damit können sie auch nichts anfangen. Stattdessen zitieren sie lieber die schön klingenden Bibelverse. Jene Verse, die das Leid ansprechen, oder das Höllenfeuer oder das Gericht, das kommen wird. Solche Sachen werden ganz schnell überblättert und auch übersehen. Klar, sie wollen den ganzen Tag über die Offenbarung sprechen oder wollen Videos über die Erklärung der Offenbarung schauen, wollen auch selber stundenlang über die verschiedensten Symbole aus der Offenbarung hin und her interpretieren. Sie wollen sich selbst auf die Brust klopfen, weil Gott sie so dermaßen mit Erkenntnis gesegnet hat. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Schimmer meistens. Denn die Offenbarung, die wirkliche Offenbarung, ist für Christen geschrieben, die im Leid sind. Und die ersten Menschen, an die sich die Offenbarung wendet oder wendete,
waren die Märtyrer, die im Gefängnis litten und zum Beispiel auf ihre Hinrichtung warteten. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass berühmte Theologen, Pfarrer, Bischöfe, Kardinale und andere hohe Kirchenmitglieder, dass die blasphemische Kommentare über die Offenbarung abgaben? Sogar Martin Luther gab zu, dass er die Offenbarung in keinster Weise verstand. Er sprach aus wahrscheinlich genau diesem Grund so gut wie nie über die Offenbarung in seinen Predigten. Es gibt sogar einige besonders schlaue Theologen, die meinten, Johannes, der die Offenbarung bekommen hatte, müsse im Fiebertraum oder Schlechtweg irrsinnig gewesen sein, als er die Offenbarung niederschrieb. Aber das zeugt nur davon, dass hier blinde Blindenleiter unterwegs waren, weshalb ich auch immer wieder darauf hinweise, dass wir ganz vorsichtig sein müssen, wenn Theologen oder hohe Kirchenleute zu reden anfangen. Denn in Wirklichkeit blockiert ihr weltlicher Intellekt jegliche Erkenntnis, echte Erkenntnis von Gott. Fragt mal 100 verschiedene Theologen, was die Offenbarung bedeutet, was die Message der Offenbarung ist. Und ihr werdet wahrscheinlich 100 verschiedene Erklärungen bekommen. Und verlasst euch lieber nicht darauf, dass auch nur eine von den 100 Erklärungen die Wahrheit auch nur ankratzen. Jedoch besuchte mal jemand eines dieser Länder, wo Christen noch heute gejagt und ins Gefängnis gesteckt werden. Und es ging jemand zu einem echten Christen ins Gefängnis. Und er fragte einen ganz einfachen, armen Menschen, der dort für seinen Glauben an Jesus bestraft wurde, der dort saß. Und er fragte ihn, was ist die Message hinter der Offenbarung? Und dieser einfache Mensch sagte, die Message ist, am Ende gewinnt Jesus. Ja, okay, das ist natürlich sehr einfach ausgedrückt. Und sicherlich sagt die Offenbarung weitaus mehr. Aber dieser Mann hat es im Grunde besser auf den Punkt gebracht als 100 Theologen und Schriftgelehrte. Ist der Arm eingeschlafen. Und da wir dabei sind, wisst ihr eigentlich, ja, okay, was ist denn? Komm mal hier. Wisst ihr eigentlich, welche Stellen der Bibel Satan am meisten hasst? Ja, komm mal hier, Rocky, komm mal her, komm. Ich hab hier was. Oh, komm mal her. Ja, komm mal her. Da ist er doch. Ihr habt ihn schon lange nicht mehr gesehen, ne, Rocky? Ja. Hm? Ja. Ja. Ich komm doch gleich. Mach noch das Videoende, ne? Ja. Willst du wieder runter? Ich komm gleich. Also, Satan hasst am meisten den Anfang der Bibel und das Ende der Bibel. Warum? Weil am Anfang, nämlich Genesis, der Genesis, wird erklärt, wie Satan arbeitet, womit er Menschen verführt, welche Taktiken er dabei benutzt. Und er hasst das Ende der Bibel, weil dort beschrieben steht, wie er vernichtet werden wird, wie er vernichtet wird und Satan klar wird, wie gering seine Macht in Wirklichkeit ist. Wenn Jesus ihn nämlich mit einem einzigen Wort aus seinem Mund in der Lage ist, zu binden, ihn Satan zu binden. Klar, Leiden ist nie schön und kein Mensch liebt es natürlich zu leiden, ist normal. Aber ich selbst habe in meinem Leben gemerkt, dass ich in Zeiten des Leidens mehr als zuvor die Nähe Gottes gesucht habe. Und auch die größten Offenbarungen, die habe ich in Zeiten des Leids bekommen. Aber kaum jemand sucht Gott, wenn er bei 30 Grad an einem schneeweißen Strand liegt, mit einem Koffer voller Geldscheine neben sich oder einer 300 Quadratmeter Wohnung weiter oben am weißen Strand. Das ist klar. Aber Gott weiß, weshalb er uns alle testet. Und wenn wir im Leid sind, dann können wir nur versuchen, im Leid zu frohlocken und im Leid
an Glaube zu wachsen, spirituell zu wachsen, sprich Gott und Jesus näher kommen und beten, dass Gott uns nicht ganz so hart testen lässt, prüfen lässt, wie er es bei Hiob geschehen lassen hat. Aber Menschen, die an der Sonne sind, mit dem Hintern an der Sonne, die haben meist nicht die Lust, noch verspüren sie das Gefühl, Gott näher zu kommen. Aber zum Abschluss kann ich euch nur eins raten. Die Zeit wird knapp. Nutzt sie für euren Weg mit Jesus. Lest weiterhin in der Schrift. Lernt richtig zu beten. Verringert die Tauchgänge hinab in die Welt und die Verlockungen der Welt. Und kauft die Zeit aus, denn niemand weiß, wann Jesus zurückkommen wird. Und es wird erst schlimmer, bevor es dann eines Tages besser wird. Aber seid auf der Hut und bleibt auf dem schmalen Pfad. Und möge euch Gott alle da draußen segnen, reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Ciao.